Highlife in Wismar. 2 Tage Musik, aber 3 Tage Spaß im weitläufigen Bürgerpark der Hansestadt. Was hier Open-Air-Festival-Atmosphäre verströmt, ist eine Veranstaltung, die komplett von Jugendlichen organisiert wird. Seit 2009 findet das Festival Wismar 09 hier statt. Jeder ab der 9. Klasse aufwärts, der Lust hat, kann mitorganisieren. Und das hier finde ich jetzt eine sehr schöne Möglichkeit, dass Jugendliche auch mal was bewirken und mal selbst was auf die Beine stellen. Und ich habe auch festgestellt, dass das für den Beruf, den man dann später ausübt, auch einige Vorteile hat. Und, ja. Einige Jugendliche sind schon von Anfang an mit dabei. Das Team wird von Jahr zu Jahr erfahrener und die Veranstaltung wächst nicht nur, was die Gäste angeht. Mitfinanziert wird das Ganze vom Landkreis Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wismar sowie der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Einer der festen Musikacts natürlich die Wismarer Kultband Sabine Fischmarkt. Dank vorausschauender Buchung bekam man die sympathischen Newcomer-Stars von Tonbandgerät auch noch für kleines Geld. Obwohl ihre Songs mittlerweile im Radio rauf und runter laufen, von Arroganz keine Spur. Ehrlich gesagt habe ich mir das Festival viel kleiner vorgestellt. Als ich gehört habe, dass es mit von Jugendlichen organisiert wird, hätte ich überhaupt nicht sowas erwartet. Die Bühne ist super schön, das ganze Gelände ist total toll und ich muss auch sagen, dass bisher alles mega professionell aussieht. Und ja, da bin ich echt sehr überrascht. Neben den Hamburgern gehörten auch die Blockflötenpunker von Mutabor zu den größeren Namen. Richtig einheizen konnte den Wismarer Jugendlichen auch die Berliner Hip-Hop-Kombo The Love Bülow. Dazwischen sorgten DJs für den richtigen Sound. Ausklingen ließ man das Festival am Sonntag beim Kindertag. Den organisierte die Wismar 09 Crew kurzerhand auch noch mit.